Estesche! Ali! Hippo! Home Guards gehört zu den Filmprojekten, die vom ungarischen Nationalen Filmfonds gefördert werden. Die Dreharbeiten laufen auf vollen Touren. Regie führt die renommierte Filmemacherin Christina Goda. Home Guards ist eine bitterböse Fabel über den Einfluss von Hassideologien auf junge Menschen. Mein vorheriger Film Chameleon handelte von einem Mann, der alle Menschen, denen er begegnet, belügt. In diesem Film geht es um die Manipulation einer Gruppe. Ich fand es spannend, die Aspekte dieses Themas dramatisch auszuschöpfen. Der Film basiert auf einer Romanvorlage und wird von der Produktion als das ungarische Pendant zu Tony Kays American History X bezeichnet. Rassismus und Gewalt paramilitärischer Organisationen, vor allem der Roma-Minderheit gegenüber, sind in Ungarn ein ernstes Problem. Ihr Film nehme Bezug zur Wirklichkeit, sei aber dennoch eine Fiktion, sagt die Regisseurin. Die Welt, die wir in unserem Film zeigen, ist erfunden. Diese Jugendorganisation existiert nicht. Wir wollten nicht einfach nur die Wirklichkeit nachahmen. Im Zentrum der Handlung stehen zwei Brüder ohne Zukunftsperspektive, die vom charismatischen Anführer einer Schlägertruppe angeheuert werden und schon bald als Prügelknaben ihr Unwesen treiben. Viktor Klemm spielt den älteren der beiden Brüder. Am Ende des Films sieht man deutlich, was aus uns geworden ist. Wir sind Glatzköpfe und, wie viele junge Männer, die aus Leidenschaft handeln, wissen wir nicht, wann wir aufhören sollen. Selbst wenn wir keine Feinde mehr haben, wir machen, was wir wollen und scheren uns nicht um die anderen. Attila Wiedniansky Junior, der den jüngeren Bruder spielt, kann sich auf gewisse Weise mit der Rolle identifizieren. Ich habe auch im wirklichen Leben einen Bruder und diese Atmosphäre auf dem Land, wenn die Jungs auf der Straße herumhängen, kenne ich auch. Die Dreharbeiten gehen noch bis Ende des Monats. Der Film soll im nächsten Jahr in die Kinos kommen.